Jetzt ist ein ganz magischer Moment. Zum ersten Mal betritt die Mini den großen Bereich im Revier für Hunde. Magic Moment. Hallihallo, liebe Weggefährten. Ja, jetzt ist es soweit. Ich bin jetzt mit der Lisa und der Jenny zusammen im Revier für Hunde angekommen und wir haben die Mini natürlich mit an Bord. Und jetzt beginnt der zweite Teil unseres YouTube-Videos. Ihr seid dabei. Alles klar? Dann los geht's. So, die Mini haben wir ja eben rumgedreht mit der Box, damit die Jenny die ganze Zeit den Kontakt auch zur Mini aufrecht erhalten kann. Und hier ist jetzt unsere kleine Maus. Hallo Mini, hallo Schatz, hallo Engelchen. Jetzt hast du es geschafft, jetzt ist Autofahren erstmal vorbei, jetzt lassen wir dich raus. 1, 2, hopp. Ich trage jetzt also die Box mit dem Hund, mit Mini rein, damit sie mir hier irgendwie nicht abhauen kann. Denkt da immer dran, Leute, echt doppelt sichern, ne? So. Herzlich willkommen im Revier für Hunde, liebe Mini, und ihr seid dabei. Ah, so. Ah, oh, ganz schön schwer, die kleine Mini-Maus. So, Schatzemaus. Lisa, Jenny, kommt rüber hier. Helft mir bei der kleinen Maus. So, mein Schatz, alles gut, super. So ist gut, so ist gut. Wunderbar, ich hab sie, genau. Jetzt weht ja hier doch ein frisches Windchen, ne? Und die Mini kommt ja von Mallorca, aus Mallorca. Und jetzt gehen wir erstmal auf die Wiese. Lasst eure Tierschutzhunde bitte in Ruhe ankommen. Der Hund hat jetzt die Möglichkeit, erstmal so ein bisschen die Umgebung zu erkunden. Ja, super. Hallo, mein Schatz. So. Die Lisa ist jetzt gerade auf dem Weg und holt mir mal eine Schleppleine. Und die mache ich dann ans Geschirr dran. Und dann hat Mini die Möglichkeit, so ein bisschen mehr Freiraum zu bekommen, damit sie sich mal etwas entfalten kann. Wir werden dann auch die doppelte Sicherung hier abmachen. Die Leine, das kann ich jetzt schon machen. Das hier. Man merkt ja auch, der Hund ist ja auch total gestresst. Ist ja völlig fertig, auch von der langen Fahrt. Ne? Keine Frage. So, super Maus. Super, super. Ne, sie zittert auch. Also erwartet bitte von euren Hunden, euren Tierschutzhunden, die dann frisch zu euch kommen, bitte keine Wunder. Ne? Also das braucht alles Zeit. Ne? Ihr müsst Geduld haben dann. Bitte, bitte Geduld. Ach, die Mini-Maus, ich werd verrückt. Sie ist im Revier. Mega. Dankeschön. So. Super. Dann gehen wir mal ein Stückchen. Leute, das sieht richtig gut aus. Ich meine, überlegt euch mal. Dieser Hund hat jetzt circa 24 Stunden Fahrt hinter sich. Ist der Hammer, oder? Ist der Wahnsinn. Und jetzt nimmt sie ihre Umgebung tatsächlich schon mit der Nase wahr. Sie verhält sich also hündisch. Das ist super. Tippel, 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 ja. Die Mini ist im Revier für Hunde angekommen. Also, erstmal so obligatorisch, so richtig gelandet ist sie noch nicht. Aber sie macht schon kleine Fortschritte. Jetzt ist ein ganz magischer Moment. Zum ersten Mal betritt die Mini großen Bereich im Revier für Hunde. Magic Moment. Guckt mal, ist das genial. Das klappt aber schon ganz gut, ne, Schatz? Super. Uiuiui.
Seid ihr auch so happy? Oh, ist das schön, ist das schön. Oh, mega. Guckt euch das an. Oh. Ja, super Maus, genau. Mach dich locker. Toll ist das, ne? Herzlich willkommen im Revier für Hunde. Hallo Mosi. Oh, Mimi. Ich bin immer wieder neu fassungslos. Ich bin immer wieder fassungslos, was Menschen mit Tieren anstellen. In dem Fall jetzt mit Mini. Ihr müsst euch überlegen, die war sich selber überlassen mit Hunden im Haus. Also es ist wirklich unfassbar, wenn ihr die Bilder euch anschaut, dann ist es unglaublich, was Menschen mit Hunden anstellen. Und jetzt hat sie die Möglichkeit auf ein neues Leben. Ich meine, sie saß 1,5 Jahre im Zwinger. Das ist unvorstellbar. Das ist der Hammer, oder? Also, und dann habe ich zu Anke gesagt, jetzt ist hier die Reise für Mini im Zwinger zu Ende. Wir bringen sie zu Christel, zu der Hundetrainerin auf Mallorca. Und die hat schon gute Vorarbeit geleistet. Und jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir gefragt. Die Mini-Maus. Mini. Super. Das macht sie ganz, ganz toll. Hervorragend. Ich hatte es mir echt wirklich schlimmer vorgestellt, aber man sollte Hunde erstmal ankommen lassen und dann klappt das auch in den meisten Fällen. Wir Menschen sind ja immer so aufgeregt. Ne? Sie geht noch ein bisschen stachsig, aber sie geht und das ist die Hauptsache. Es riecht ja auch gut hier. Es riecht ja nach ganz viel Hund. Super, super. Mini hat sich jetzt ein wenig eingelebt. Sie ist so langsam im Landeanflug hier im Revier für Hunde. Und jetzt wird es Zeit für einen Hund. Ja, Mini lernt jetzt einen Portugiesen kennen. Babu. Ihr kennt ihn auch. Das ist der Hund, der nicht so gerne über einen Baumstumpf springt und damit ca. 7 Millionen Klicks bekommt. Geil, oder? Der kommt jetzt. Babu für Mini. Hey Leute, schaut mal. Es geht los. Der erste Hund ist zu Mini gekommen. Der Babu. Das war eine recht unspektakuläre Begegnung. Aber da, schaut mal. Da geht's weiter. Ja, super. Ja, fein. Hallo Maus. Hallo meine Maus. Wie ihr seht, ja, das klappt doch schon mal ganz gut, ne? Ja, da ist ja die Cookie. Da ist ja die Cookie. Cookie, schau mal. Da ist jemand, der riecht noch nach Mallorca. Und die Maria ist auch schon da. Mini kommt jetzt Pfote für Pfote und Schritt für Schritt immer mehr im Revier für Hunde an. Wir haben jetzt mittlerweile 1, 2, 3 Hunde hier. Die Marie, den Babu und die Cookie. Und das klappt schon ganz gut. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass das mit Mini schnell gute Fortschritte macht. Und ich brauche eure Unterstützung, damit wir ein neues Zuhause, ein dauerhaftes Zuhause für Mini finden. Ich glaube, sie ist eine ganz zarte Maus, aber die hat auch andere Seiten. Wenn die hier gelandet ist, ja, dann kommt die mal richtig aus sich raus. So, ihr Lieben, jetzt kommt die nächste Stufe. Also, Mini hat jetzt schon ein paar Hunde kennengelernt. Sie soll ja auch alle Hunde kennenlernen, die hier im Revier sind. Ja, und jetzt kommt gleich die Molly und die Ola. Da bin ich ja mal gespannt. Cookie, was machst du denn eigentlich? Du sollst doch nicht in die Leine reinbeißen.
Das, lass es doch sein. Ach, Cookie. Ich will sie an die Leine nehmen. Cookie, willst du sie an die Leine nehmen? Du bist ja vielleicht eine, oder? Cookie hilft schon. Oh, Ola, da kommt die Ola. Da kommt erstmal die Ola. Super, Ola. Hallo, Maus. Und jetzt kommt die Molly. Molly. Super. So ist fein. Super. Leni. So ist super. So ist das super. Ist das toll, Maus? Wir suchen jetzt auf diesem Wege neue Menschen und ein neues Zuhause für Minnie. Ihr könnt euch mit einem Bewerbungsvideo hier bei uns melden. Hier unten seht ihr die Adresse, info@revier für Hunde. Genau, und da schickt ihr eure Bewerbungsvideos hin. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen. Ihr solltet allerdings Erfahrungen haben in Bezug auf traumatisierte Hunde. Sie ist auf der einen Seite so eine ganz schüchterne Maus, auf der anderen Seite habe ich auf Mallorca schon erlebt, dass Christel auch schon alle Hände voll zu tun hatte, sie zwischendurch mal zu bremsen. Also, vertut euch nicht, das ist der erste Eindruck, aber sie wird sich noch entfalten. Wenn ihr Bock auf Minnie habt, dann meldet euch. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen, aber bitte nur per Video. Und am besten auch mit euren Hunden, weil ich wünsche mir für Minnie ein Zuhause, wo auch schon ein oder mehrere Hunde sind. Molly. Die Molly zeigt der Minnie schon mal, wie man sich entspannt. Aber guckt mal hier, Leute, das sieht echt richtig gut aus. Super. Super, 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 toll. Ja, feine Minnie-Maus. Super. Hey, cool. Sehr schön. So, ist das super, ne? Oh, Schatz. Ah, Schatz, so. Oh, das ist noch zu nah, ne? Mit der Kamera, da hat sie noch ein Problem. Viele Hunde fühlen sich ja dann manchmal so ein bisschen auch bedroht. Deshalb am besten immer ein bisschen Abstand nehmen. Und dann klappt das schon. Ne, mein Schatz? Du machst das schon. Super, ich lass dich mal los. Vielleicht folgst du uns ja von alleine. Sehr gut. Super. Ach, schaut mal, Cookie versucht die ganze Zeit die Leine aufzunehmen. Da. Cookie, da hilfst du aber anständig. Ja, das nennt sich doch mal eine richtig perfektionierte Leinenführigkeit. Das sieht doch mal richtig gut aus, oder? Leinenführigkeit auf Cookie-Art. Da. So, super, Cookie, machst du das. Dann zeig mal. Dann zeig Minnie mal die Welt im Revier. So ist das fein. Super. Na komm. So, jetzt ist das Revierrudel komplett, wie man sieht hier. Also, unsere sechs, dann von Jenny noch Lucky und Lenita. Und ja. Das sieht ganz gut aus. Super. Toll. Und die Mini mittendrin. Wisst ihr, wer uns jetzt am meisten dabei hilft, dass Minnie gut ankommt? Die beseelten Weggefährten. Minnie kommt immer mehr im Revier für Hunde an und wir haben uns jetzt mal hier auf die Wiese gesetzt und haben noch ein paar Tipps für euch, wenn ein Tierschutzhund oder wenn ein neuer Hund bei euch einzieht. Also auf jeden Fall immer darauf achten, dass ihr dem Hund Zeit gebt. Habt bitte Geduld und habt Ruhe. Ja, und auch vor allen Dingen die nötige Konsequenz, um dem Hund zu zeigen, was er darf oder was nicht. Lisa, was hast du noch für einen Tipp? Vor allem jetzt bei so unsicheren Hunden wie Minnie
würde ich nicht hingehen, nur weil Mini jetzt zu mir kommt, dass ich mich dann so über sie beuge und sie total überschwänglich jetzt dann, ne, mit Liebe zuschütte, sondern ich lasse sie auch erstmal respektvoll ankommen. Ja, super, das macht sie auch jetzt. Sie kommt ja auch immer wieder gucken. Heißt also, man, wenn ich dich richtig verstehe, man soll den Hund jetzt nicht überschütten, sondern einfach auch dankbar sein, wenn er dann mal zu einem kommt, aber dass dann nicht sofort so, ja, oh, toll, super, ja, und so riesig feiern. Ja, sowas. Ja, super. Ah, defensiv. Okay, cool. Seitlich, nicht so frontal drauf zu, ja, sondern eher so, ja, ein bisschen. Ja, ne? Ja, gerade weil sie ja so ein Angsthund ist und traumatisiert ist, muss man auch mit schnellen Bewegungen und dieses von oben drüber kommen echt auch aufpassen. Aber jetzt nicht den ganzen Tag in Zeitlupe durch die Gegend rennen, ne? Und irgendwie so tun, als wäre man ein Geist. Das verstört den Hund dann auch. Jenny, hast du noch einen Tipp? Also auch bei so einem Hund, der so drauf ist wie Mini, sprich so eine Unsicherheit zeigt, darf man trotzdem auch von Anfang an schon gewisse Regeln mit einbauen. Ja. Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal, ne, und ihr einfach die Zeit geben anzukommen. Ja, super. Was ich noch ganz wichtig finde, wenn ihr spazieren geht, bitte die Hunde wirklich immer doppelt oder dreifach sichern. Weil gerade so ein Hund wie Mini, wenn die abhaut, dann ist die weg. Also es braucht nur eine Fehlzündung von einem Mofa, es braucht nur einen LKW vorbeizukommen oder irgendjemand erschreckt sie, irgendwas fällt um und sie reißt sich los. Also bitte nicht immer so hier mit zwei Fingern die Leine halten und auf einmal schwupps ist der Hund weg. Soll schon, wenn die abhauen und geraten in eine Panik und wissen nicht mehr, wo sie sind, das endet in den meisten Fällen echt sehr, sehr tragisch. Deshalb bitte, bitte geht mit euren Weggefährten doppelt und dreifach gesichert spazieren. Das ist noch mein Appell nach draußen. Ansonsten lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit und macht euch nicht verrückt. Ne, ihr braucht jetzt keine 18 Bücher zu lesen, wie kommt der Tierschutzhund bei mir zu Hause an. Das klappt auch gut so, wenn es aus dem Bauch kommt und aus dem Herzen kommt. Wenn der Mensch sich nicht zu sehr beeilen will, dann gibt er dem Hund die Zeit und die Möglichkeit, in Ruhe im neuen Zuhause anzukommen. Und schaut mal, Mini macht das schon ganz gut. Was ich auch noch ganz wichtig finde und hier betonen möchte, ist, dass ihr wirklich darauf achtet, mit welchem Tierschutzverein ihr zusammenarbeitet und welchen Hund ihr euch von welchem Tierschutzverein holt. Recherchiert da bitte im Internet und sucht euch genau die Adressen raus, die zuverlässig sind und die auch schon länger, ja, mit Tierschutzhunden arbeiten. Diese Situation, wie eben auf dem Parkplatz, dass die Hunde aus dem Auto kommen und dann in das nächste Auto rein und nach Hause fahren, lässt sich manchmal einfach nicht vermeiden. Hier ist es ja jetzt so, dass Mini erstmal hier ein bisschen ankommt und dann von hier aus weitervermittelt wird. Aber ich sage immer, selbst wenn das für manche Hunde echt stressig ist, egal ob das im Flugzeug ist, egal ob das jetzt ob die Hunde mit dem Auto transportiert werden, hey, Mini saß anderthalb Jahre im Zwinger und sie würde da immer noch sitzen, wenn sie niemand rausholt. Und wenn sie diese Reise nicht auf sich nehmen würde, wir können ja nun nichts anderes machen, dann würde sie den Rest ihres Lebens im Zwinger sitzen. Und das hat kein Hund verdient. Deshalb, manchmal muss man auch schon mal durch stressige Momente durchgehen, aber dann wird man immer lockerer. Und das werden wir mit der Kamera begleiten. Und ihr seid dann dabei, wenn Mini sich hier im Revier für Hunde entfaltet und ein neues Zuhause findet. Bleibt bei mir, bleibt bei uns, bei meinem YouTube-Kanal mit spannenden Geschichten.